ist auch Bernd Schild, ebenfalls CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf den Tribünen, liebe Vertreter des THW. Als letzter Redner in dieser Debatte freut es mich natürlich außerordentlich feststellen zu können, dass alle Parteien durchweg den Einsatz des THWs gelobt haben und auch hier im Plenum Einigkeit darüber herrscht, dass das THW auf einem richtigen Weg ist und dass dieses Gesetz, was wir jetzt einbringen, gut ist. Und das THW hat im letzten Jahr, der Kollege von Notz hat mich ja gebeten, etwas Neues noch hinzuzufügen, über 700.000 Ehreneinsatzstunden abgeleistet. Über 700.000 Stunden. Das zeigt, dass das THW nicht nur eine wichtige Behörde ist, sondern elementar und auch in der Mitte unserer Gesellschaft und in unserer Sicherheitsarchitektur angekommen ist. Und das ist gut. Im Volksmund sagt man, wenn, ja, kann man auch mal klatschen. Im Volksmund sagt man, wenn nichts mehr geht, dann kommt das THW. Und leider müssen wir aufgrund veränderter Einsatzbedingungen, meine Vorredner haben darauf hingewiesen, mehr und mehr feststellen, dass wir das THW brauchen. Ob das Stürme sind, ob das ein Hochwasser ist, wie zuletzt 2013, oder eben auch andere Katastrophen. Auch im Ausland ist das THW sehr aktiv. Ich möchte nennen das Erdbeben in Albanien. Wir haben unterstützt im Irak, in Tunesien, in Mosambik, in Nepal und auch in Indonesien. Es zeigt, diese Bundesbehörde ist ein wirkliches Erfolgsmodell und es lohnt sich jeder Euro, den wir dort investieren. Doch auch im Zivilen, Entschuldigung, auch im Zivilen wird das THW immer wichtiger. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir haben das größte Volksfest in Mitteldeutschland, das ist das Laternenfest. Dort stellt das THW die komplette Einsatzzentrale für die zivilen und nicht zivilen Einsatzkräfte, die dieses Fest mit über 220.000 Besuchern absichern. Und hinzu kommt natürlich noch Technik wie Licht und wie auch Wärmestuben. Und dafür möchte ich insbesondere den Kameradinnen und Kameraden in der, im THW Halle meinen herzlichen Dank an dieser Stelle ausrichten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 3 Minuten ist nicht viel Redezeit. Und deshalb möchte ich mich auf das Wesentliche konzentrieren und einmal einen Dank aussprechen für diejenigen, die noch nicht hier in dieser Debatte erwähnt wurden. Und das sind nämlich die Arbeitgeber, die maßgeblich dazu beitragen, die vielen Kameradinnen und Kameraden auch freizustellen, ihnen es so einfach wie möglich zu machen und auch die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dieses wichtige Ehrenamt auch vollzogen werden kann. An dieser Stelle herzlichen Dank an Sie, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Und zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, wir bringen jetzt dieses THW-Gesetz in die Beratungen ein. Damit gehen wir einen wichtigen Schritt. Wir können aber auch noch etwas mehr für das THW tun, wenn es zum Beispiel darum geht, die Entlastung in Organisationsstrukturen oder eben beim Neubau von Liegenschaften. Und da haben wir auch eine wunderbare Bundeseinrichtung, die BIMA. Und da rufe ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, alle auf, auch dort mit einzuwirken, wenn es darum geht, THW-Liegenschaften zu modernisieren, dass das nicht Jahre oder teilweise auch Jahrzehnte dauert. Da haben wir noch was vor uns. Ich freue mich auf die Debatte mit Ihnen und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Damit schließe ich die